Eine Region reich an Geschichte und Weltkulturerbe. Kroatien ist angekommen in Europa. Das Land braucht trotzdem frischen Wind. Alter Glanz und moderne Bedrohung. Wann geht Venedig unter? Meine Reise beginnt in Dubrovnik, der Perle der Adria. Wir brechen auf in Rimini, früher Teutonengrill, heute fest in russischer Hand. Am Ende treffen wir uns in Rovin in Istrien. Das Paradies auf Erden oder auch die Perle der Adria nannten namhafte Schriftsteller Dubrovnik. Wer wollte da widersprechen? Die Altstadt ist ein architektonisches Juwel, gebaut auf steile Felsen, hinein ins Mittelmeer. Hunderte Jahre lang war die winzige Republik unabhängig. Sie lebte von Handel und Diplomatie, hat Krisen, Kriege und Katastrophen überlebt. Heute ist Dubrovnik ein Tourismus-Hotspot. Mit Stränden und edlen Beachclubs die wohlhabendste, eleganteste und teuerste Stadt Kroatiens. Wir treffen Bozo Buric, ein bekannter Sohn dieser stolzen Stadt. Er hat ihre Freiheit im Krieg verteidigt. Und Freiheit war immer wichtig im oft bedrohten und selten beherrschten Dubrovnik. Dubrovnik war eine Rivalin Venedigs, hat es aber geschafft, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Und diese Unabhängigkeit beeinflusst unser Wesen bis heute. Denn wir sind anders, speziell. In Kroatien nennt man uns Gospari, das heißt Herren. Wir haben Stil. Mit Seehandel brachte es Dubrovnik zu Wohlstand, Wissenschaft und Künste gediehen. Europas erste Apotheke sperrte hier auf, erzählt Bozo Buric, ganz selbstbewusster Gospari. Wir haben schon seit über 500 Jahren hier Kanalisation und ein Wasserwerk. Andere Städte in Europa haben das erst 300 Jahre später geschafft. Wir haben Tradition und Kultur und passen nach Europa. Mit dem EU-Beitritt sind wir zurückgekehrt in den Kreis der Familie. Vor gerade mal 20 Jahren wütete hier der Krieg, als Jugoslawien, der ebenso bunte wie komplizierte Vielvölkerstaat, zerfiel und Kroatien seine Unabhängigkeit erklärte. 1991 ließ Milošević seine serbischen Truppen auch die Altstadt von Dubrovnik bombardieren. Bozo Buric hat das erlebt und erlitten. Stellen Sie sich vor, auf einmal stellt man ihnen Wasser, Strom, Telefon, Fernsehen und Radio ab. Wir wurden zurück ins Mittelalter katapultiert. 3 Monate lang hat das gedauert, von Oktober bis Dezember. Heute führt eine Seilbahn hoch auf den Berg Sirti. Dort stehen die Überreste einer Festung, in der ein kleines Museum an die schweren Zeiten erinnert. Bozo Buric ist ein Stadtheld. Er hat damals gekämpft gegen die übermächtigen Serben hier oben in der Festung. Wie Stallone sah ich damals aus, sagt er heute. Das ist der Ort, an dem am 6. Dezember 1991 3000 Granaten auf uns gefallen sind. Und keine hat auch nur einen einzigen unserer Leute getötet. Das war ein Wunder. Dieser Ort ist für mich heilig. Die Bilder gingen um den Erdball. Dubrovnik, Weltkulturerbe unter Beschuss. Das sorgte für Empörung und Einmischung. Internationaler Druck beendete den Spuk. Die Schäden sind längst beseitigt und Dubrovnik strahlt und bezaubert wieder. Die einst so stolze Handelsmacht ist heute vom Tourismus abhängig. Die Luxushotels fordern inzwischen Preise wie an der französischen Riviera. In der Mittelklasse ist Dubrovnik, wie ganz Kroatien leider oft, eine Servicewüste. Und viele Einheimische können sich die Altstadt längst nicht mehr leisten. Das ist die Kehrseite von Erfolg und Schönheit im vermeintlichen Paradies auf Erden. Wir sind unterwegs zu Italiens Ballermann und Party-Hotspot. Vor das Meer hat der Herrgott den Strandmeister platziert, jedenfalls in Rimini.
Wir treffen einen der legendären Bagnini, Gian Pietro Siracusa, stattlich gestählter Strandmeister und Muskelprotz, genannt Giampi. Vorne am Wasser pumpt er mit den anderen an seinem täglichen Krafttraining, aber niemand ist so stark wie Giampi. Für uns ist das Training ganz normal. Wir machen unser Krafttraining hier am Strand immer um dieselbe Zeit. Man muss fit bleiben, jeden Tag aufs Neue. Rimini, ein Name wie ein Stoßseufzer. Ein Ort, der sich immens gewandelt hat im Laufe der Jahrzehnte. Vom eleganten Seebad zum Teutonengrill zum Shoppingparadies für reiche Russen. Aber das hier ist geblieben. Rimini war einst ein mondänes Seebad. Das legendäre Grand Hotel lockte internationale Prominenz. Es gab Partyexzesse und Liebesdramen. Ein Sehnsuchtsort, pompös verziert wie die Eigenarten und Sonderwünsche der illustren Gäste. Signora Maria ist hier eine Institution. Als 16-Jährige begann sie ihre Hotelkarriere als Telefonistin und stieß im Zuge der Jahrzehnte bis zur Rezeption vor. Sie ist Riminis Kronzeugin. Sie hat die Prominenz und die Urlauber kommen und gehen sehen. Damals waren mehr europäische Touristen zum Beispiel im Sommer. Und jetzt sind überhaupt Russen oder auch Chinesen, Japaner. Damals war überhaupt nicht. Italien kriselt, aber hier regieren die Bagnini und die Strandbäder haben ihre berühmte Ordnung bewahrt. Bagnini wie Giampi sind verlässliche Säulen der italienischen Kultur. Sie sind Helden, Priester und Herzensbrecher und sie arbeiten viel. Zuallererst trinke ich morgens um 5:30 hier erstmal einen guten Kaffee und organisiere mich für den Tag. Heute müssen wir besonders viel vorbereiten, weil Strandfest ist. Giampi gehörte Abschnitt 63a und B. Und auch daneben öffnen sie ihre Schleusen für den bevorstehenden Sommertag. Das hat Bestand in diesem entfesselten Land hier und auch da hinten. Der berühmteste Sohn der Stadt hat sich viel an diesen Stränden getummelt, aber noch lieber hier. Signora Maria hat den italienischen Starregisseur Federico Fellini als junges Mädchen bereits im Grand Hotel getroffen. Er war sehr freundlich, sprach mit mir von seiner Sache, genau wie eine alte Freundin. Ich hatte das erste Mal gesehen und dachte, lieber Gott, wieso sprichst du zu mir so? Ne? Ich war. Aber war sehr schön. In diesem Salon hat Fellini auf ärztlichen Rat seine Träume und Fantasien protokolliert. An heißen Tagen hat der manische Zeichner in ein pikantes Buch gekritzelt. Herausgekommen sind lauter kleine Ferkeleien. So also träumte Fellini in Rimini. Orca Cecolo, was für ein Arsch. Dieser hier verheißt ebenfalls gute Nachrichten. In der Muckibude pumpen sich Giampi und die anderen für die größte und wildeste Strandparty des Jahres auf, die Notte Rosa, die Rosa Nacht. Es ist ein Mega-Event, das die Region touristisch aufpäppeln soll. Ein gigantisches Sommerfest in Rosa getaucht, weil die Farbe für Schönheit steht. Giampi natürlich mittendrin. Es ist das Fest der Frauen und der Freundschaft. Alle sind glücklich, alle Probleme sind weg. Es ist unser Fest der Liebe. Und so toben sie rosa getüncht und trunken durch eine wilde Nacht, bis die Sonne langsam wieder aus der Adria taucht. Fährt man von Dubrovnik Richtung Split, nach Norden die kroatische Küste entlang, trifft man auf eine Grenze. Es geht von Kroatien nach Bosnien-Herzegowina. Ein winziger Korridor, rund 20 Kilometer lang, trennt Kroatien und damit auch die EU hier in zwei Teile. Neu sind die zwei modernen Grenzposten an Europas neuer Außengrenze, denn die, so fordert es Brüssel, muss streng kontrolliert werden.
Die Stadt Neum ist Bosniens einziger Zugang zum Meer. Schon im späten Mittelalter war diese Gegend heiß begehrt. Um den Vormarsch der adriatischen Großmacht Venedig zu bremsen, gab Dubrovnik Neum an die Osmanen als Puffer. Auch als die Habsburger hier herrschten, blieb Neum Teil von Bosnien-Herzegowina. Der Gebietsanspruch ist also historisch gewachsen. Ivica Kirmek und sein Cousin Nikola gehen gemeinsam fischen in der Bucht von Neum. Das machen heute nur noch wenige aus Gewohnheit. Früher, als Neum und Bosnien noch Teil des sozialistischen Jugoslawien waren, da war das anders, schwärmt er. Ja, es waren noch Zeiten damals. Da gab es in Neum eine Fischereigenossenschaft. Wir sind weit hinaus auf See gefahren, bis vor Italien, um Sardinen zu fangen. Aber das ist lange her und gibt's nicht mehr. Richtig hinaus können sie nicht mit ihrem winzigen Boot. Die internationalen Gewässer sind zu weit und in den kroatischen dürfen sie nicht fischen. Drei Netze hat Ivica Kirmek ausgelegt, jetzt holt er sie ein. Sonderlich groß ist sein Fang nicht. Vier kleine Kalamare und fünf Fische. Das ist eine normale Menge hier. Manchmal, aber das ist sehr selten, fange ich mehr. Aber dann ist das Glück. Meistens ist es wenig. Es ist sowieso mehr ein Zeitvertreib. Und für etwas zu essen reicht es ja wenigstens. Neum lebt vor allem vom Tourismus, doch die Zeit scheint stehen geblieben zu sein. Die Spuren des Krieges sind noch da, die Bettenburgen versprühen sozialistischen Charme, die meisten Gäste sind aus Bosnien-Herzegowina und kommen im August. Die französische Rechtschreibung lässt zwar zu wünschen übrig, Toiletten gibt es aber natürlich. Busladungen voller Transittouristen halten und decken sich in der Enklave ein. Schnaps und Zigaretten sind billiger als in Kroatien. Früher haben sie hier ordentlich zugeschlagen. Die Grenze wurde nicht allzu streng kontrolliert. Doch jetzt ist es eine EU-Außengrenze. Für Kroatien ist die Enklave wie ein Pfahl im Fleische, schmerzhaft und überflüssig. Eine Brücke auf die gegenüberliegende kroatische Halbinsel Pelješac wollte man bauen, um den Korridor zu umgehen. Zu teuer. Alleine kann Kroatien, das in Finanznöten steckt, das nicht stemmen. Vielleicht hilft ja die EU. Ivica Kirmek findet die Idee mit der Brücke nicht gut. Er sieht das Ganze langfristig, geduldig wie einer, der darauf warten kann, dass ein Fisch anbeißt. Wie in Bosnien hinken zwar gewaltig hinterher, aber Kroatien hat doch auch ewig warten müssen, um in die EU zu kommen und es letztlich geschafft. Also wird uns das wohl auch gelingen, irgendwann. Das mag ziemlich optimistisch klingen, schließlich ist Bosnien ein Sorgenkind. Vielleicht aber ist es auch weise, denn in diesem Teil Europas ist viel in Bewegung und, das lehrt die Geschichte, die Mächte kamen und gingen und so manche Grenze mit ihnen. Wir reisen weiter ins Po-Delta. Sie haben lange davon geträumt. Sie haben neidisch nach Kalifornien geschaut. Und dann haben sie die Kites schließlich an die Adria geholt und es selbst versucht. Andrea und Marco sind inzwischen begeisterte Kitesurfer. Und hier an der Küste rund um das Po-Delta stehen die Winde besonders gut. Es ist wie Fliegen. Du bist einfach frei und reitest auf den Wellen. Je mehr Wind, desto größer der Spaß. All das ist es. Ein paar Kilometer weiter sind Strandvergnügungen weit weg. Ein Boot zieht südlich des Deltas seine Bahnen und die Welt ist plötzlich still und leise. Enrico zeigt uns ein Gesicht der Adria, das so besonnen und ruhend ist wie er selbst. Seit 42 Jahren ist er der Ranger im Naturschutzgebiet und Hüter der Langsamkeit, fernab des Lärms der Adria. Die Menschen haben es immer eilig und wollen alles auf einmal, ohne die Dinge wirklich wahrzunehmen. Man muss aber auskosten und genießen. Dort, wo der Po in die Adria fließt, ist ein kleines Paradies entstanden. Die Flussarme haben sich tief in die Landschaft gegraben. Lebensadern für seltene Vögel und Enrico, Touristen gibt es kaum.
Die Leute kommen hierher mit ihren Autos, beschweren sich erstmal über die Mücken und dann fragen sie, was gibt's denn hier zu sehen? Und dann sage ich, nichts. Für sie gibt es hier absolut nichts zu sehen. In dieser Lagunenlandschaft verschmelzen Süß- und Salzwasser, ein Refugium zwischen Meer und Festland. Für Hobbyornithologen ist so ein milchiger Morgen an den Brackwasserbecken ein Fest. Ricardo und Giuseppe nehmen die gefiederten Schönheiten täglich ins Visier. Drosselrohrsänger, Kormorane, manchmal Seeadler und Flamingos. Und dann plötzlich ein Exemplar, das sie nur sehr selten zu Gesicht bekommen. Eine Brandgans. Da hinten eine Brandgans. Die brüten hier selten. Das Gefieder ist schwarz und weiß. Sie haben einen feuerroten Schnabel. Und sie reisen immer als Paar. Als wir die Brandgans allerdings drehen wollen, ist sie wieder über alle Berge. Dieses Gebiet, das nur so wenige Touristen fluten, ist mittlerweile Weltnaturerbe der UNESCO. Darauf ist Enrico besonders stolz und schiebt mit seinem Boot das Wasser beiseite wie alles, was seinen Blick auf diese Welt trüben könnte. Hier vergisst du alles. Zu Hause schalte ich nicht mal mehr den Fernseher ein, denn das, was in Italien gerade los ist, unbeschreiblich. Das kapiert doch kein Mensch mehr. Der Tourismus geht auch in diesem Sommer nur schleppend voran. Für einen wie Enrico aber sind das paradiesische Aussichten. Mehr Sonnenstunden im Jahr hat keine kroatische Insel zu bieten, mehr Luxus auch nicht. Var, Eiland der Superlative. Varstadt ist Epizentrum der Reichen und Schönen. Im Hafen ankern die Yachten, je länger, desto protz. Wer keinen schwimmenden Palast sein eigen nennt, steigt in einer der Luxusherbergen ab. Das erste Haus am Platz ist das Adriana. 700 Euro kostet hier die Nacht in der Hochsaison. Die Preise zumindest bewegen sich auf höchstem Niveau. Wer sich auch tagsüber edel am Wasser betten will, muss zusätzlich kräftig in die Tasche greifen. Das Bonne-les-Bains behauptet, der exklusivste Strandclub der gesamten Adria zu sein. Da sie das mit den Massagen selbst nicht so gut können, erledigen das halt importierte Damen aus Thailand. Aber was soll's? Prahlen gehört hier zum Geschäft und besonders stolz ist Hotelmanagerin Renata Krajacic darauf, dass die Stars gerne kommen. Besonders schön war es, als Beyoncé hier ihren Urlaub mit Familie und Entourage verbracht hat. Sie ist eine unserer Lieblingsgäste. Sie war hochzufrieden und hat Var sehr gelobt. Eva Longoria, Tom Cruise und viele mehr waren schon da. Und auch für diesen Sommer haben sich illustre Gäste angekündigt. Unbescheiden wähnt sich Var schon auf einer Stufe mit legendären Destinationen wie Mykonos oder gar Saint-Tropez. Nur Sandstrände haben sie hier nicht, die gibt es kaum in Kroatien. Dafür ist das Wasser kristallklar. Ante Suka hat ein Taxiboot. Var ist ein Garten Eden im Meer, sagt er. Sein Geschäft läuft gut im Sommer, dann lassen sich die Kunden auf die Pakleni-Inseln fahren. Dort sind die Strände schöner als in Varstadt. Und alle Jahre wieder kommen auch die Paparazzi wie in Saint-Tropez auf der Jagd nach Urlaubsfotos von den Stars. Fotografen und Fernsehteams suchen die Prominenten, schöpfen Informationen ab, laufen umher, versuchen sie vor die Linse zu bekommen. Für Var bedeutet das Werbung, uns Einheimischen aber ist der Rummel ziemlich egal. Ante Suka setzt uns ab auf Palmigiana, der wohl außergewöhnlichsten Insel des Pakleni-Archipels. Romana Meneghello hat in Deutschland gelebt, sie hat italienische Vorfahren und ist ein Spross der Familie, die das Eiland seit jeher prägt. Die Familie Meneghello ist jetzt 300 Jahre auf der Insel. Immer die Philosophie war die Natur, also mit der Natur sehr nah zu sein. Die Insel war kahl, die haben sie bepflanzt. Einer der Meneghellos war Botaniker. Er hat Kakteen und andere exotische Pflanzen mitgebracht und so den Grundstein für einen herrlichen Garten gelegt. Überall in dieser Oase gibt es natürlichen Schatten. Kunstsinn haben die Meneghellos auch. Wer will, kann hier Malkurse belegen oder Kochkurse. Mario bereitet eine Grigada, eine Fischsuppe. Drachenkopf, Knurrhahn und Languste, alles aus adriatischen Gewässern, lokaler Wildfang, beste Qualität. Mit Kartoffeln und Zwiebeln in den großen Topf geben, Wasser dazu, viel Weißwein und ordentlich Olivenöl, Salz, Pfeffer, Petersilie. Dann wird das Ganze auf offenem Feuer gekocht
ohne Deckel. Die Holzdämpfe ziehen in die Suppe, das verleiht zusätzliches Aroma, ein wahres Gaumenfest. Zurück an Bord auf Ante Sukas Taxiboot. Dieses Geschäft ist ausschließlich in Männerhänden. Die Konzessionen sind begehrt und begrenzt und werden vom Vater auf den Sohn übertragen, wenn der denn will. Mein Vater hat mich früher manchmal mitgenommen auf seinem Boot. Und eines Tages hatte ich eine Eingebung. Ich sagte mir, das will ich auch tun. Das gefällt mir. Warstadt, bezaubert mit venezianischer Architektur und hübschen Gassen, die im Sommer allerdings aus allen Nähten platzen. Kaum Kroaten verbringen hier ihre Ferien. Zu teuer. 95% der Gäste sind Ausländer. Kostspielig aber eine Institution, das Carpe Diem, die Mutter aller kroatischen Küstenclubs. Yachtbesitzer und Amüsiersüchtige bevölkern den venezianischen Palazzo. Die in München lebende Kroatin Tija Svrčević ist Teilhaberin. Ich bin mir sicher, dass Bar in den nächsten 3 Jahren mit Saint-Tropez mithalten kann. Das meint die Dame völlig ernst. Und natürlich hoffen sie hier, dass auch diesen Sommer irgendeine Berühmtheit mit Strahlkraft kurz vorbeischaut, damit der Glanz auf die Insel abfällt und die Sehnsüchte finanzkräftiger Normalsterblicher befeuert, auch mal vorbeizukommen. Wir sind inzwischen unterwegs zu den legendären Muschelfischern auf der Insel Pellestrina. Der Tag kriecht aus dem Meer, es ist 5 Uhr früh. Wir dürfen den berühmtesten Muschelfischer von Pellestrina auf seinem Kutter begleiten. Legenden ranken um Männer wie Domenico, der in der 3. Generation hinausfährt. Die Insel streckt sich in den Morgen. Seit 23 Jahren fährt Domenico mit seinem Team hinaus in die Lagune. Jeden Tag, außer Sonntag, da geht's in die Kirche. Heute wollen wir eigentlich aufs Meer hinausfahren, aber die Wellen sind zu hoch. Deshalb steuern wir jetzt die Zuchtanlagen in der Lagune an. Es ist der schönste Weg zur Arbeit, den es gibt. Das kleine Beiboot bringt uns zu den Muscheln, die mitten in der Lagune von Venedig gezüchtet werden und hier eine absolute Delikatesse sind. Die Miesmuscheln klammern sich an die Seile, die im Meerwasser baumeln, bis sie reif für die Ernte sind. Die Muscheln aus der Lagune haben einen sehr besonderen Geschmack. Sie sind anders als die im offenen Meer. Diese hier sind besser, finde ich, kraftvoller, auch wenn die Frucht kleiner ist. Domenico hat schwer investiert in diesem Jahr. Eine teure Anlage, die die Muschelstränge automatisch auf den Kutter befördert, wäscht, löst und grob sortiert. Eines Tages soll sein Sohn schließlich das Ruder übernehmen. Fischer wie Domenico sind stolze Fischer und sie trotzen den Verbrechern, die ihrem Beruf Reinheit und Ehre rauben. Denn weiter drüben in der Lagune türmt sich das riesige Industriegebiet Porto Marghera auf. Chemische Abfälle fließen ins lauwarme Wasser, hochgiftige Stoffe. Doch genau hier gedeihen Fische und Muscheln besonders gut. Seit Jahrzehnten kämpft Umweltbiologe Paolo Perlasca gegen die Wasserverschmutzung. Diese giftigen Substanzen reichern sich im Wasser an und gelangen so in die Nahrungskette. Damit können sie extreme gesundheitliche Probleme verursachen. Und sie schädigen das Ökosystem in der Lagune immens. Deshalb gibt es in der Verbotszone strengste Kontrollen der Wasserpolizei. Irre Verfolgungsjagden auf illegale Muschelfischer, die die verseuchten Muscheln sonst teuer verkaufen. Das sind Dramen, die sich hier nachts abspielen, weil die Delikatesse der Lagune von wenigen durch den Dreck gezogen wird. Die, die wie Domenico im sauberen Gewässer fischen, bringen ihre Ware zum Fischmarkt in Chioggia und dort haben traditionsgemäß die Restaurantbesitzer den ersten Zugriff. Sobald die Sirene ertönt, stürmen sie die frische Ware. Am Ende wird gesteigert, falls noch Ware übrig ist. Jeder muss dem Verkäufer sein Höchstgebot ins Ohr flüstern.
Wer am meisten geboten hat, zieht seine Beute in die nächste Restaurantküche. In diesen Himmel der Italiener, der sich an diesem Tag so herrlich über Pellestrina wölbt und unten saftig durch die Küche zieht. Hier pocht das Herz der südlichsten Insel der Lagune. Hier wird Freundschaft beschworen, hier werden Ehen gekittet, hier verschmelzen Familien über kaltem Wein und frischen Muscheln. Und bevor sich der Nachmittag auf die Insel legt, kehrt auch Domenico vom Fischen aus der Lagune heim. Das Leben als Fischer bedeutet harte Arbeit, aber es ist total befriedigend, weil wir immer im Freien in der Natur sind. Ich würde es für nichts in der Welt eintauschen. Split ist die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Früher rauschten die Besucher meist nur schnell durch, über den Hafen rauf auf eine der vielen vorgelagerten Inseln. Dabei hat Split eine Menge zu bieten und das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Der Diokletian-Palast ist das Herz der Altstadt und UNESCO-Weltkulturerbe. Einst hatte der römische Kaiser Diokletian ihn erbauen lassen, ganz und gar unbescheiden als Altersruhesitz. Heute ist hier von Ruhe keine Spur. Hier pulsiert das Leben, wird bis heute gewohnt, nichts ist museal, es wimmelt nur so vor Menschen, Cafés, Bars und Geschäften. Mittendrin steht Marin Kubiškić und fängt Menschen mit Schokolade selbstgemacht an. Top-Ware, die den internationalen Vergleich nicht scheuen muss, was eher selten ist in Kroatien. Sein Geschäft ist winzig, gerade mal 10 Quadratmeter klein. Viele Japaner kommen, das finde ich bemerkenswert. Sie kaufen, was mich besonders freut, die gute dunkle Schokolade mit Zutaten aus Dalmatien, wie getrocknete Feigen oder Olivenöl. Sie wollen etwas Authentisches mit nach Hause nehmen. Süße, köstliche Verlockungen, wohin das Auge blickt. Und wer genau schaut, bemerkt das. Ja, eine Single aus Schokolade. Es ist Marin Kubiškić ebenso stolze wie splinige Erfindung und sie funktioniert. Ich wollte meine großen Leidenschaften in einem Produkt vereinen. Und ich habe es geschafft. Ich habe ein Lied geschrieben, es mit meiner Band aufgenommen und auf Schokoplatte herausgebracht. Essbar ist sie auch selbstverständlich. Auf solch verrückte Ideen kommt man halt in Split, sagt Marin Kubiškić, vor allem wenn man den ganzen Tag in diesem Palast verbringt. Der Diokletian sei ja auch irgendwie schräg gewesen. Der Schoko Caruso führt uns in seine Fabrik, wo auch die Platten, bislang sind es 2 Stück, gepresst werden. In limitierter Auflage, versteht sich. Doch damit nicht genug, Marin Kubiškić schmettert gerade neue Lieder im Studio. Dieses handelt von einem blonden Mädchen, das allen Männern die Sinne raubt, schon bald auch auf Schokolade. Früher war Split eine weltoffene Stadt, heute gilt sie als konservativ und Hochburg des Nationalismus. Das hat mit dem Krieg in den 90ern zu tun, erzählt Marin Kubiškić, als die Menschen aus den Dörfern im Hinterland flohen und Schutz in der Stadt suchten. Der Nationalismus war auch eine Reaktion auf den Angriff der Serben. Für viele stellte er die einzig mögliche Antwort auf die Aggression dar. Split ist die erste kroatische Stadt, die Franjo Tudjman mit einem Denkmal ehrt. Tudjman, Kroatiens erster Präsident und glühender Nationalist, wird noch heute als Vater der Nation verehrt. Unter seiner Führung gewann Kroatien den Krieg gegen die Serben. Im armen Hinterland von Split liegt die Krajina. Die Spuren des Krieges sind hier noch sichtbar. Früher lebten hier mehrheitlich Serben. 1990, als Kroatien seine Unabhängigkeit erklärte, riefen sie hier die Republik Serbische Krajina aus. Hauptstadt war Knin. Im August 1995 eroberten Tudjmans Truppen Knin und die Krajina. Es folgten schwere Kriegsverbrechen und die Vertreibung von etwa 200.000 Serben. Sava Knežević ist Serbe. 1995 ist er geflohen nach Belgrad. 2 Jahre später ist er zurückgekommen. Hier stand das Familienhaus. Seine Mutter war geblieben. Kroatische Soldaten kamen. Meine Mutter wollte im Haus bleiben. Gehen Sie in das Flüchtlingslager im Süden, sagten ihr die Soldaten. So werden Sie sterben. So war das damals im Krieg. Also ging die Mutter in das Lager, ihr Haus wurde niedergebrannt. Es ist noch immer eine Ruine.
35 Quadratmeter würde der Staat renovieren, mehr steht ihm laut Gesetz nicht zu. Doch das Haus der längst verstorbenen Mutter war viel größer. Aus Protesthaus der Rentner heute trotzig auf dem Grundstück im ehemaligen Ziegenstall, ohne Bad und fließendes Wasser. Ich finde es ungerecht, dass die Häuser von anderen renoviert werden und meines nicht. Dass andere vor mir dran sind, verstehe ich. Aber dass ich gar nicht zum Zuge komme, begreife ich nicht. Sava Knežević ist einer der wenigen Serben, die zurück nach Kroatien gekommen sind. Glücklich gemacht hat ihn das nicht. Der Alkohol berät ihn schlecht und Tag für Tag blickt er auf Trümmer. Venedig, die schöne Königin der Adria. So schaut der Wahnwitz dieser Stadt aus. Und so schaut der Taumel und das Glück aus, das diese Perle ständig umspült. Venedig, die schöne Königin der Adria, angebetet und belagert. Aus den Gassen säuselt leise die Romantik und der pochende Puls der Stadt. Hinter den Kulissen, abseits der Touristenströme, in einem Garten, der wie ein Paradies daherkommt, treffen wir Contessa Tudi Sammartini. Sie entstammt einer alten, adeligen venezianischen Familie. Sie ist sehr verwurzelt und manchmal sehr verzweifelt, weil Venedig sich so verändert hat und für viele ihrer Nachbarn nicht mehr zu bezahlen ist. Viele Venezianer müssen die Stadt verlassen, hinüber aufs Festland. Wirklich. Unsere Bevölkerung ist auf 56.000 zusammengeschrumpft. Wir werden immer weniger. Irgendwann sind hier nur noch alte Leute. Denn in Venedig stirbt man ja nie, weil hier jeder so viel laufen muss. Der alte Glanz strahlt vom Familienwappen der Sammartinis hinüber in den Canale Grande, dort, wo einer der großen alten Palazzi von pompösen Zeiten erzählt. Im Mittelalter dirigiert Venedig aus Prachtpalazzi wie diesem hier den gesamten Handel im Mittelmeerraum. Doch die einst so stolze Seemacht wankt und ächzt unter dem Gewicht ihrer langen und gewaltigen Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich hier viel verändert. Vor allem kommen viel zu viele Touristen. Aber auch viele Ausländer haben hier Häuser gekauft. Nur, die Steuern haben sie nicht hier bezahlt. So sind die Preise immer weiter gestiegen. Gleich neben der Rialto-Brücke in exquisiter Lage thront der Fondaco dei Tedeschi in der alten Welt ein Zentrum des Handels. Unter großem Protest hat Benetton das Gebäude für rund 55 Millionen Euro gekauft und will nun einen Megastore daraus machen, Dachpool inklusive. Ausverkauf einer Stadt, die in Europa so einzig ist und immer wieder auch der Versuch, das Erbe und den Alltag Venedigs zu bewahren. Die Lagunenstadt stemmt sich seit Jahrhunderten gegen den vielbeschworenen Untergang und die allermeisten Einwohner tun es auch, bis zuletzt. Ein Sehnsuchtsort, der vom Tourismus lebt und ihn gleichsam verflucht. Eine Stadt, die so pittoresk, so geschichtsbeladen ist, dass so mancher Venezianer ihre Seele vor lauter Anstrich und Maskerade nicht mehr erkennen kann. Rita Perinello lebt seit 44 Jahren hier. Sie ist eine der letzten, die berühmten venezianischen Masken noch so herstellt wie früher. Sie taumelt zwischen Tradition und Moderne. Mit Venedig verbindet sie eine Art Hassliebe. Es ist eine so wunderschöne Stadt. Du lebst hier und drehst dich manchmal um und bist sprachlos vor so viel Schönheit. Aber es ist eben auch eine Stadt, die schlecht regiert wird. Und das macht das Leben hier manchmal wirklich schwer. Gesichter einer Stadt, die manchen befremdet, aber vor allem bezaubert. Thank you.
Doch die monströsen Kolosse durchschneiden die Idylle und türmen sich samt Passagieren im steten Rhythmus hoch über der alten Adria-Großmacht auf. Ein Kreuzfahrtschiff stößt so viel verpestete Luft aus wie 14.000 Pkw. Zur Hochsaison schleppen sie 3 bis 4 am Tag mitten durch Venedig. Rita Perinelli und Contessa Tudi kämpfen seit Jahren gemeinsam gegen die Riesenbrecher. Es gibt Bürgerinitiativen, Demonstrationen, bislang hat alles nichts genutzt. Die Schiffe, die hier für einen Tag anlegen und dann weiterfahren, lassen die Motoren die ganze Nacht laufen, weil der Hafen sie nicht mit Strom versorgen kann. Der ganze Kai ist nicht konzipiert für solche Riesendinger. Aber das Schlimmste ist der Gestank. Duftende Rosen nicht mehr als eine symbolträchtige Kampfansage, nur wegziehen wollen sie trotzdem nicht. Nein, ich bleibe hier. Ich möchte in Venedig in meinem Haus sterben. Und so werden sie weiterkämpfen. Sie werden sich ihre Nischen suchen in dieser Stadt, die einst auf 100 Inseln erbaut wurde und der das Wasser zunehmend bis zum Hals steht.